in die Blumen. Das schaffen wir niemals. 3000 Flaschen. Wie viel haben wir denn bis jetzt schon? 800. Und ich habe nicht mal genug Kräuter und hier gibt es nicht so viele. Dann kaufen wir sie eben. So einen Auftrag können wir uns auf keinen Fall durch die Lappen gehen lassen. Guten Tag. Grüß Gott. Tag. Maibaum vom Gesundheitsamt. Grüß Gott, Schwester Agnes. Schwester, ich fürchte, Sie müssen die Produktion und den Vertrieb Ihres Kaltenthaler Klostergeistes einstellen. Was? Wie bitte? Wenn Sie hier bitte quittieren würden. Offenbar hat eine von der Stadt eingeleitete Analyse Ihres Getränks ergeben, dass sich darin nicht für den Verzehr bestimmte Substanzen befinden. Nicht für den Verzehr bestimmt? Das sind alles biologische Kräuter, von mir selbst gepflanzt und von Hand gepflückt. Ich bin nur der Vollzugsbeamte und kein Chemiker oder Alkoholiker. Jedenfalls müssen Sie die Produktion einstellen und die bereits ausgelieferten Getränke zurückrufen, wie Sie dem Bescheid entnehmen können. Hier steht, wir haben ein Recht auf Widerspruch. Innerhalb von 30 Tagen, ja. Aber das nützt Ihnen im Moment nichts. Erst wenn die Sache entschieden ist, zu Ihren Gunsten, dürfen Sie weitermachen. Tut mir leid. Bitte. Ja, soll ich jetzt unterschreiben? Das ist nur die Quittung, dass Sie den Bescheid erhalten haben. Moment. Danke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, soweit das möglich ist, unter diesen Umständen. Also, Herr Stolpe, ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Wenn Schwester Hildegard Sie nicht sehen will, dann akzeptieren Sie das bitte. Nein, ich hänge jetzt auf, weil ich habe heute noch nichts Vernünftiges zustande gebracht. Lotte! Lotte! Auf Wiederhören. Eben war einer vom Gesundheitsamt da. Und hat uns verboten, Kräutergeist zu brennen. Und zu verkaufen. Und die gelieferten Flaschen sollen wir auch wieder zurückholen. Was machen wir denn jetzt? Gar nichts. Wir machen weiter wie bisher. Das werden wir noch sehen. Gesundheitsamt. Was können die denn nur gefunden haben? Ich habe doch alles ganz genau nach der alten Rezeptur gemacht. Ich verstehe das nicht. Da mit der Einstellung der Produktion des Klostergeistes nun auch diese, wenn auch bescheidene, andere Quelle versiegt, möchte ich dringend anraten, nicht streng sind das zu laschen, möchte ich Ihnen dringend empfehlen, Ihre Position in Sachen Kongresszentrum noch einmal gründlich zu überdenken, hochachtungsvoll etc. pp. Und das Ganze bei Eilboten einschreiben an die Mutter Oberling. Schau mal, Mausi, wer da kommt. Der gute Onkel Hermann. War es das? Das machen wir später. Und was ist mit der Einladung zum Münchner Presseball? Na, zusagen was sonst. Aber die Einladung war an Schwester Lotte gerichtet. Dann rufen Sie diese Trantüten an, erklären Ihnen die neue Sachlage. Ich bin der Bürgermeister, ich gehe auf den Ball. Sonst noch Fragen? Wie Sie meinen. Und das Katzenklo, ja? Das können wir auch mal wieder reinigen. Aber hier stinkt's ja wie im Affenkäfig. Man gewöhnt sich dran. Ich kann die Fenster leider nicht aufmachen, weil Mausi sonst Fassaden klettert. Gell, Mausi? Wenn du dich in meinem Job mehr kümmern würdest als um deine Katze, dann hätten wir die Grundsteinlegung für das Kongresszentrum längst hinter uns. Deshalb habe ich dich hier anrücken lassen. Hier. Gesundheitsamt. Vollzugsbescheid. Und hier die Analyse eines staatlich anerkannten chemischen Labors. Der Schnaps der Nonnen ist nach dem Lebensmittelgesetz zum Verzehr nicht genehmigt. Ja und? Ja und. Sind wir sitzen auf der Leitung? Kein Schnaps, keine Kohle. Keine Kohle, keine Renovierung. Keine Renovierung, Einsturzgefahr etc. Jetzt haben wir die Nonnen endlich da, wo sie hingehören. Am Ende der Fahnenstange. Und ich gehe jede Wette mit dir ein, dass unsere Schwester Lotte hier gleich aufkreuzen wird und auf der Matte steht. Mit roten Flecken im Gesicht. Gell, Mausi? Und dann zeigen wir sie ihr. Und dann hau ich am besten direkt wieder. Du bleibst da. Ich brauche Rückendeckung. Also ich mache den Vorstoß mit der Analyse und den daraus resultierenden Konsequenzen. Ja? Und du setzt danach mit deinem Angebot, okay? Was denn für ein Angebot? 2 Millionen. Und Verlegung des Klosters in eine adäquate Unterkunft. Ah, da ist ja auch schon unsere hochverehrte Ex-Bürgermeisterin. Gott zum Gruße, Schwester. Ist es nicht ein herrlicher Tag? Na, da sind ja die zwei Richtigen zusammen. Ist dieser Unsinn vom Gesundheitsamt auf Ihrem Mist gewachsen? Hast du das gehört, Mausi? Könnte ich denn vielleicht mal diese sogenannte Analyse sehen? Aber gern, Hermann, die Kopie. Ja, bitte. In Ihrer Mixtur befinden sich Spuren einer giftigen Pflanze der Raute nämlich, auch Totenkraut oder Gertrudenkraut genannt. Raute? Ja.
Ein Gewächs, das neben ein paar zu vernachlässigenden guten Eigenschaften leider auch einige unerwünschte Nebenwirkungen haben kann. Phototoxische zum Beispiel, Blasenbildung auf der Haut etc. Und kann in extremen Fällen auch Frühgeburten verursachen. Tut mir leid, Schwester. Jetzt machen Sie nicht so ein trauriges Gesicht, Schwester. Ich meine, das Geld für die Restaurierung und Renovierung Ihres Klosters hätten Sie doch eh nie zusammengebracht. Und außerdem haben wir ja schon eine Lösung für Sie und Ihre Mitschwestern, oder? Schwester, jetzt hören Sie doch zu. Hört einfach nicht zu. Die ist weg. Schwester Lotte! Schwester Lotte! Was ist? Wir müssen sofort zur Frau Grieshaber fahren. Wer ist das? Das erkläre ich Ihnen unterwegs. Ich habe aber keine Zeit. Sie ist eine von meinen Pflegefällen. Vorhin hat sie mich im Pfarrhaus angerufen, aber sie konnte nichts sagen außer Hilfe schreien. Dann hat ihr jemand den Hörer aus der Hand gerissen. Bitte! Die Frau ist über 80 und ihre Schwiegertochter tyrannisiert sie am laufenden Band. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Jedenfalls hat das Gesundheitsamt jetzt die gesamte Produktion lahmgelegt. Das ist ja entsetzlich. Wenn wir alle ausgelieferten Flaschen zurücknehmen müssen, dann sind wir ärmer als zuvor. Manchmal könnte ich den Wöller... Entschuldige, Herr. Da vorne rechts. Kann die Mutter Oberin da nichts dagegen unternehmen? Ich muss erst mal mit Agnes sprechen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie nicht wusste, dass eines der Kräuter toxisch ist. Da vorne ist es. Da fährst du jedes Mal mit dem Fahrrad hin? Das ist ja ganz schön weit draußen. Gott, Frau Grieshaber. Gott. Wir wollten nur mal schnell Ihre Schwiegermutter besuchen. Das ist jetzt schlecht. Ah ja? Warum nicht? Weil die Oma nicht mehr richtig ist im Kopf. Und weil sie Psych zu stark aufregt, deswegen. Außerdem muss ich jetzt gleich weg. Aber sie hat mich vorhin angerufen im Pfarrhaus. Da sind Sie nicht die Einzige. Die hat einen Pfarrer und einen Dr. Merz auch angerufen. Das macht die fast jeden Tag. Tut mir leid, aber mir pressiert's. Frau Grieshaber? Schwester Sophie! Schwester! Schwester Sophie! Schwester Sophie! Schwester! Der Doktor hat gesagt, du sollst liegen bleiben, Herrschaft, nochmal. Warum hast du es denn auch weggeschickt? Weil du Ruhe brauchst und weil dir der Doktor jede Aufregung verboten hat. Und wenn Besuch kommt, dann regst du dich immer auf. Loswerden willst du mich, damit du den Hof verkaufen kannst. Ins Heim schicken willst du mich, ja, das willst du, damit du mit den feinen Herren in München ein besseres Leben führen kannst. Auf meine Kosten. Ja, wirst du eins. So, jetzt legst du wieder hin, es ist Zeit für deine Medizin. Nein, jetzt lang mich nicht an. Dann geht nicht. Du bist allein aufgestanden, kannst dich auch allein wieder hinlegen. Das sage ich dir, so einfach, wie du dir das vorstellst, wirst du mich vor allem nicht los. Mein Sohn, Gott hab ihn selig, der hat nämlich für mich gesagt, ein lebenslanges Wohnrecht habe ich da, ein lebenslanges. Bitte. Und ich geh nicht ins Heim, verstehst? Wir wollen's. Ja, schau dich doch einmal an. Du kannst doch nicht einmal mehr allein gehen. Ach. Mich schikanierst den ganzen Tag. Ich habe überhaupt kein eigenes Leben mehr, weil ich andauernd hinter dir nachlaufen muss. Man kann die alte Frau doch nicht einfach allein lassen mit so einer. Was willst du machen? Wir können ja zur Polizei. Der Wachtmeister Meier kommt bestimmt mit. Das kannst du ja machen. Ich muss zurück ins Kloster. Oder wir fahren noch mal hin. Sie hat doch gesagt, dass sie gleich wegfährt. Bitte, Schwester. Da ist was faul, das spüre ich. Ich würde mir nie verzeihen, wenn ihr was zustoßen sollte. Na gut,
Du hast ja recht. Der Mensch ist wichtiger als Klostergeist. Denn jetzt? Vielleicht ist die Balkontür offen. Du kannst doch nicht einbrechen. Wenn offen ist, ist das kein Einbruch. Hier gibt's garantiert eine Leiter. Sophie, das kann man doch nicht machen. Ich klopf vorher an. Ja. Grüß Sie, Frau Grieshaber. Das ist Frau Leibmann. Frau Grieshaber ist es da. Ach, die habe ich ja völlig vergessen. Sagen Sie ihr, sie möchte sich noch einen Augenblick gedulden und machen Sie mir ganz schnell eine Verbindung mit Heiniger vom Sozialamt, ja? Kann die Frau Grieshaber wirklich nicht mehr aufstehen? Doch, sonst hätte sie ja nicht telefonieren können. Vielleicht war sie es ja gar nicht, vielleicht hast du dich ja getäuscht. Ausgeschlossen. Wenn Sie ihre Stimme hören, wissen Sie auch warum. Grüß dich, Toni. Du sag mal, was ist nun mit dem Heimplatz für die alte Grieshaber? Die Schwiegertochter rennt mir hier die Bude ein. Aha, aha. Der Vater vom Eichhorn kriegt den Platz, ja, ja. Nein, musste sich eben gedulden. Naja, der Eichhorn ist der beste Mittelstürmer, den der FC je hatte. Also gut, ja, dann bis Sonntag zum Spiel und schöne Grüße an die Frau Gemahlin. Schicken Sie die Frau Grieshaber rein. Sie können jetzt reingehen. Frau Grieshaber, bitte, was kann ich für Sie tun? Herr Böller, das wissen Sie doch ganz genau. Seit Monaten versuche ich für unsere Oma einen Heimplatz zu bekommen. Ja, ja, ich habe gerade mit dem Heininger vom Sozialamt telefoniert und es sieht leider wirklich sehr schlecht aus. Lange Wartelisten und so, dann, Sie wissen ja, der Pflegenotstand, die gekürzten Budgets. Ich habe wirklich alles versucht, also meinen Einfluss geltend gemacht, aber leider nichts erreicht. Ich meine das mir, ich bin immerhin Bürgermeister von dem Ort. Seit mein Sohn beim Bund ist, bleibt alles an mir hängen, alles. Und das schaffe ich einfach nicht mehr. Wenn das so weitergeht, dann brauche ich bald selber einen Heimplatz. Ja, ja. Also, ich kann wirklich nur raten, bleiben Sie am Ball. Es ist nicht einfach, aber es wird schon werden. Und jetzt müssen Sie mich bitte entschuldigen. Ich habe wichtige Amtsgeschäfte. Sagen Sie der Oma einen schönen Gruß. Sagen Sie, raucht eigentlich die Oma immer noch die langen Stumpen? Na, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr, ja. Gut. Wiederschauen. Frau Laban? Ja. Mein Gott, 11 Uhr. Was sagt man dazu, Mausi? Also, ich habe in München angerufen, wegen dem Presseball. Die wollen nicht Sie, sondern Schwester Lotte. Ja, das geht doch nicht. Sie würden sich doch sowieso nur blamieren, wo Sie doch nicht mal tanzen können. Na und? Das ist ein Ball. Haben Sie die Mutter Oberin erreicht? Nein. Ja, dann versuchen Sie es nochmal. Mein Gott, wenn man nicht alles selber macht. Und rufen Sie den Meier an, der soll sofort hier antanzen. Apropos, suchen Sie mir in Gottes Namen die Nummer einer Tanzschule raus. Tanzschule? Ja. Aber Herr Böll, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, aber als wir das letzte Mal zusammen tanzten, hat Ihr werter Göttergatte mir ein blaues Auge verpasst. Also daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ist doch Schnee von gestern. Pass auf wegen der Kratzer. Mhm. Und glaub ja nicht, dass ich die Leiter da hochsteige. Ich breche mir doch nicht das Genick. So, jetzt langsam runter. Gut so, gut so, gut so. Ja. Und wenn du oben bist, dann machst du mir unten auf. Alles klar. Au! Entschuldigung. Das war meine Hand.
Oma Grieshaber! Die liegt auf dem Boden! Oma Grieshaber! Ich glaube, sie ist tot. Nein, nein, sie hat noch Puls. Ruf den Notarzt. Das ist ein Notfall. Hallo? Hier ist der Grieshaberhof in Kleinentenhausen, Eichenhausen. Schicken Sie sofort einen Notarzt. Jetzt haben wir den Salat. Eine alte Frau ist zusammengebrochen. Ich weiß nicht. Jedenfalls ist sie bewusstlos, aber ihr Herz schlägt noch. Ja, Grieshaber. Im Dorf der ersten Hochschulseite. Klein Eichenhausen. Wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Der Notarzt kommt gleich! Wie konnten Sie diese arme Frau nur allein lassen? Haben Sie denn überhaupt kein Verantwortungsgefühl? Was wissen denn Sie schon vom Leben? Sie hinter ihre Klostermauern. Das Leben schaut anders aus, als Sie sich das vorstellen. Ganz anders. Und jetzt gehen Sie bitte schön. Die ist doch nicht normal, ehrlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sie da ein bisschen nachgeholfen hat. Sophie! Also wirklich, darüber darfst du nicht mal nachdenken. Das denkt doch nicht nur ich. Das ist doch alles nur dummes Geschwätz von den Leuten. Die Frau ist über 80, da kann das jeden Tag passieren. Sind schon die Liebe wert. Wer nicht so denkt, denkt bestimmt verkehrt. Wer ohne Mann lebt, wird bald belehrt. Keinen richtigen Mann. Na, nicht so steif, Herr Weiler. Na, so wird das nie was. Ich bin es nicht gewöhnt, von einer Frau geführt zu werden. Also nochmal. Darf ich das Traute beisammen sein? Nicht, dass Sie jetzt etwas Falsches denken. Herr Weiler und ich tanzen rein dienstlich. Und, Sie wollen mir ja eine Disco aufmachen, um die leeren Kassen zu füllen, nehme ich an. Sparen Sie sich Ihre suffisanten Bemerkungen mal. Hören Sie gut zu. Lassen Sie die Tür auf, weil mit Ihnen rede ich nur noch unter Zeugen. Frau Laban, Sie stenografieren mit. Wie Sie meinen. Hier ist der Beschluss des Gesundheitsamtes, dass die Nonnen die Herstellung und den Vertrieb ihres Fußes unverzüglich einzustellen haben. Mit dem fahren Sie zum Nonnenstift und drehen den Krähen endgültig den Hahn. Wieso sollte ich das tun? Weil ich es Ihnen sage. Damit fällt es noch lange nicht in meinen Aufgabenbereich. Ja, Papalapap. Jetzt tun Sie endlich mal was für Ihr Geld, statt immer nur Däumchen zu drehen. Ich habe nämlich den Verdacht, dass die Nonnen den Fusel munter weiterbrennen. Und das gehört sehr wohl zu Ihrem Aufgabenbereich. Und was verleitet Sie zu dieser Vermutung, wenn ich fragen darf? Erfahrung, Herr Meier, Erfahrung. Ja, jetzt trölen Sie nicht rum, machen Sie sich an die Arbeit. Jawohl. Wiedersehen. Den Meier. Lass ich zum städtischen Kanalisationsamt versetzen, diese Kanalratte. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Foxtrott. Aber in der Stimmung, in der Sie sind, tanze ich nicht mit Ihnen. Momchi, Momchi,
wenn ich dich nicht hätte, meine süße, süße. Laber. Je mehr wir uns Mühe geben und wirklich richtig viel arbeiten, umso mehr Knüppel werden uns zwischen die Beine geworfen. Mit einem großen Unterschied. Jetzt haben wir die Mutter Oberin auf unserer Seite. Ich glaube, das ist sie. Herr Meier! Wie ich sehe, brauchen Sie hier munter weiter. Schickt sie etwa Herr Wöller? Also, meine Damen, so geht das wirklich nicht. Eine Verordnung ist eine Verordnung und muss auch von Personen des geistlichen Standes befolgt werden. Schwester Lotte ist gerade dabei, diesen Schwachsinn abzustellen. Kapieren Sie doch. Mir sind die Hände gebunden. Ich bin kein Richter. Ich bin lediglich ein Vollzugsorgan. Also stellen Sie das Ding da ab, sonst machen wir uns alle strafbar. Ich wegen Begünstigung im Amt und Sie wegen einer Gesetzesübertretung. Bitte sehr, sind Sie jetzt zufrieden? Danke. Und schauen Sie mich nicht so an. Ich habe auch Gefühle, auch wenn man es mir manchmal nicht ansieht. Zum Heulen ist das. Reden. Das habe ich auch. Sag mal, kannst du dir einen Reim daraus machen? Der Wöller behauptet, in unserem Klostergeist wäre Raute drin und die sei toxisch und führe zu Frühgeburten. Das ist doch ein Witz! Raute wird als Bitterstoff und Gewürz in allen möglichen Produkten verwendet und seit Tausenden von Jahren in Klostergärten angebaut. Seit wann trinken schwangere Frauen Schnaps? Die Dosierung stimmt auch überhaupt nicht. Pro Bottich nehme ich höchstens 100 Gramm. Und in so einer Dosierung wirkt es höchstens anregend für den Kreislauf und ist gut für den Magen. Das dachte ich mir. Du gehst jetzt zum Computer und suchst mir bitte alles über Raute raus. Ah ja, dann ruf unsere Kunden an und sag ihnen, sie sollen den Verkauf bis auf Weiteres stoppen. Mach ich. Und von dir brauche ich genaue Angaben, wie viel Prozent Raute in deiner Mischung drin sind. Ja. Übrigens, Lotte, die Mutter Oberin hat versucht, dich zu erreichen. Ja, aber die rufe ich erst an, wenn ich von euch die Fakten habe. Kloster Kaltental, Schwester Lotte im Apparat. Was gibt's, Sophie? Ich bin in der Klinik. Die Frau Griesheber ist jetzt hier auf der Station. Felicitas ist bei ihr. Mhm. Gibt's was Neues? Nein. Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, weil die andere ist auch hier. Die Schwiegertochter. Also halt mich auf dem Laufenden, ja? Ich muss nach München, aber ich nehme das Handy mit. Ist gut. Hast du was gefunden? Jede Menge. Agnes hatte recht. Raute in der italienischen Küche, Raute als Beigabe in Gewürzmischungen, Raute als Medikament, Raute in Triester-Schnaps. Und hier? In Männerklöstern wurde Raute dem Wein beigemischt, weil ihr sedative und lusthemmende Wirkung nachgesagt wird. Wie sieht Raute überhaupt aus? Moment. Ja. Aha. Und was ist mit den schädlichen Nebenwirkungen? Das habe ich auch gleich im Blick. Hier phototoxische, sedative, hautreizende und da abortive Wirkung. Mhm. Allerdings nur in hoher Dosis. Ich wette, wenn einer einen Zentner Karotten zu sich nimmt, ist das auch giftig. Mhm. Druck mir bitte das Ganze aus. Und dann such mir ein Labor, damit die eine eigene Analyse für uns machen können. Okay. Ich gehe jetzt in die Kapelle. Und wenn du soweit bist, dann rufst du mich. Ich brauche ein paar Minuten für mich.
Manchmal kommt es mir vor, als ob alles, was ich tue, völlig sinnlos ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dir nicht passt, dass wir die Renovierung mit der Klostergeistproduktion finanzieren wollen, aber was soll ich denn machen? Hast du eine andere Idee? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Mit dir kann ich ja so reden. Aber vor all den anderen muss ich immer so tun, als hätte ich alles fest im Griff. Hilf mir! Und bitte hilf der Frau Grieshaber. Und ihre Schwiegertochter, die immer so verbittert und traurig ist. Hallo. Hallo, Oma Grieshaber. Wer sind Sie? Ich bin die Schwester Felicitas. Sie sind hier im Krankenhaus, sehr gut aufgehoben. Da. Was? Die dort will mich umbringen. Was? Umbringen will sie mich. Bloß weil sie einen Hof verkaufen möchte. Und mich loswerden muss. Also jetzt beruhigen Sie sich, Frau Grieshaber. Ich glaube, es ist besser, wenn Sie jetzt gehen. Na, lass uns kommen. Frau Grieshaber, Ihre Schwiegermutter steht noch unter Schock. Wir kennen das. Kommen Sie. Schwester Sophie, lass uns mit mir dann hier allein. Bitte schön. Nein, keine Angst. Wollen Sie einen Schluck Wasser? Na. Und Tee. Nur zum Gruße, Schwester Lotte. Herr Böller, was wollen Sie denn hier? Uns wieder eine neue Gemeinheit unter die Nase reiben? Dazu habe ich im Moment leider keine Zeit. Also wirklich, Schwester Lotte, so kenne ich Sie gar nicht. Wo Sie doch sonst nur das Gute im Menschen sehen. Nein, Spaß beiseite. Ich bin eigentlich nur gekommen, um Sie zum diesjährigen Presseball nach München einzuladen. Dem Bürgermeisteramt von Kaltental ist eine Einladung zugegangen. Und nachdem Sie, wenn auch nur sehr kurz, Bürgermeister waren, dachte ich, es wäre eine nette Geste von mir, Sie dorthin mitzunehmen. Zu einem Ball? Ja. Nach München? Ja. Mit Ihnen? Ja, wir können auch das Tanzbein schwingen. Ja, niemals. Also ich meine, das sind Sie der Gemeinde schuldig. Nein, Sie sind der Bürgermeister, nicht ich. Vielleicht überlegen Sie sich's noch. Vor. Gelobt sei Jesus Christus, Schwester Hildegard. Ja, stellen Sie sich vor, der Verlag hat der Mutter Oberin und dem Bischof die Druckfahnen geschickt. Wie schön, dann sind Sie ja jetzt aus dem Schneider. Und gestern hat eine Filmfirma angerufen, die wollen die Rechte kaufen. Ich treffe noch heute Abend den Produzenten. Ich hoffe, Sie machen nicht noch einmal den Fehler und ziehen das hinter Ihrem Rücken durch. Nein, aber ist das nicht wahnsinnig? Jetzt müssen Sie nur noch die Mutter Oberin dazu kriegen, dass das viele Geld Ihnen in Kaltental zukommt. Das finde ich auch. Dich nimmt immer alles so mit. Das ist nicht gut in deinem Zustand. Warum lässt du dich nicht auf die Kinderstation versetzen? Jetzt hör auf. Es geht mir gut und dem Baby auch. Woher willst du das wissen? So ein Baby reagiert auf alle Einflüsse, denen sich die Mutter aussetzt. Stress zum Beispiel ist sehr schädlich. Sophie. Ehrlich. Ich habe es gelesen. Im Pfarrhaus haben wir haufenweise Bücher über werdende Mütter. Also allmählich glaube ich fast, du kriegst ein Baby, nicht ich. Das wäre auch besser so, weil du nimmst alles viel zu leicht. Willst du es sehen? Was?
Wie? Noch nie was von Ultraschall gehört? Wir haben gestern Bilder gemacht. Das ist es? Ja. Und wie du siehst, nuckelt es friedlich an seinem Daumen. Beruhigt? Wo? Na da. Wahnsinn. So, und jetzt muss ich arbeiten, sonst kriege ich Ärger mit Felicitas. Darf ich die behalten? Mhm. Herr Wöller hat schon wieder angerufen. Er ist noch den ganzen Abend auf dem Handy zu erreichen. Danke. Schwester Lotte ist jetzt da. Bitte. Bitte. Grüß Gott, Schwester Lotte. Ich wollte mir erst Ihre Seite der Geschichte anhören, bevor ich mit dem Herrn Bürgermeister rede. Seine Sekretärin hat Schwester Hildegard gegenüber angedeutet, dass das Gesundheitsamt bei Ihnen vorstellig geworden ist. Darf ich mich setzen? Ach, entschuldigen Sie, bitte. Man hat uns untersagt, weiterhin Klostergeist zu brennen. Ach, Entschuldigung, das ist das Falsche. Und zu vertreiben. Aha. Allerdings haben wir die Möglichkeit, binnen 30 Tagen Einspruch zu erheben, was ich empfehlen würde. Denn die Anschuldigungen sind geradezu bösartig und widersinnig. Raute? Wie bei vielen anderen Heilkräutern auch, führt Missbrauch und allzu große Mengen zu gesundheitlichen Schäden. Raute ist eine Heilpflanze, die in vielen Produkten und bei weitaus höherer Dosierung ihre Anwendung findet. Wir haben das recherchiert und für Sie ausgedruckt. Naja, wenn das so ist, werden wir eben unsere Anwälte bemühen müssen. Ja, das sollten Sie. Herr Wöller und seine Baumafia werden die bittere und hoffentlich heilsame Erfahrung machen müssen, dass man mich zu nichts zwingen kann. Nur leider ändert das nichts an der Tatsache, dass wir bis dahin nicht liefern können. Glücklicherweise hat sich eine weitere Geldquelle aufgetan. Schwester Hildegards Roman geht in Druck und eine Filmproduktion will die Rechte verwerten. Dann bekommen wir das Geld? Ich werde ein Spendenkonto einrichten zur Restaurierung von Kaltental, in das auch Sie die Überschüsse Ihrer Aktivitäten überweisen werden. Und jetzt, was halten Sie davon, wenn Sie den Abend hier verbringen? Sie sehen aus, als würde Ihnen ein Urlaub von Kaltental guttun. Sieht man mir das an? Allerdings. Ich würde gerne, aber es geht leider nicht. Wir haben einen ziemlich heiklen Fall, was Sophies Gemeindearbeit betrifft, und ich werde gebraucht. Naja, dann ein anderes Mal. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Auf Wiedersehen, Schwester Lotte. Und darum kümmere ich mich. Danke. Schwester Hildegard, Sie können mich mit unserer Anwaltskanzlei verbinden. Schwester Lotte am Apparat? Lotte, ich bin's. Ich wollte dir nur Bescheid geben, dass die Frau Grieshaber wieder zu sich gekommen ist. Wisst ihr schon Genaueres? Wir warten noch auf einige Ergebnisse aus dem Labor. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist sie überm Berg. Ja, Lotte, die Frau Grieshaber hat behauptet, Ihre Schwiegertochter hätte versucht, sie umzubringen. Wie bitte? Ja, ja und? Der Chefarzt hat die Polizei informiert. Wachtmeister Meier? Ja, und soweit ich das verstanden habe, will der Meier die Frau Grieshaber auf dem Revier noch verhören. Danke, Felicitas. Hören. Der Meier, die Grieshaber. Ja, Wöller? Na wunderbar. Verbinden Sie mich. Pfarrer Bauermeister mit Salat. Erika, machst du mir ein Bier? Danke. Die Mutter Oberin. Habe ich sie nicht gesagt? Jetzt haben wir sie. Grüß Gott, Frau. Ja, das trifft sich gut, dass Sie sich melden. Ich sitze gerade zufällig mit Herrn Huber zusammen. Herr Wöller,
Ich glaube nicht an Zufälle, schon gar nicht, wenn es Sie betrifft. Aber bitte, rein zufällig war Schwester Lotte bei mir und hat mir von ihrem neuesten Schildbürgerstreich berichtet. Was? Und zufällig hatte sie genügend Material dabei, die Verwendung von Raute in der Getränkeindustrie, Gastronomie und Heilkunde betreffend, um unsere Anwälte mit entsprechender Munition zu versorgen. Anwälte? Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Also wenn hier einer mit dem Anwalt kommt, dann bin ich es. Falls Ihre Damen weiterhin den Sprit unter die Leute bringen. Wie Sie meinen, Herr Wöller. Nur dann werden wir Sie obendrein noch wegen Gewinnausfall und Rufschädigung zur Verantwortung ziehen müssen. Rein zufällig, versteht sich. Und jetzt lege ich auf. Wir sehen uns dann vor dem Kadi. Ja, da sehen wir uns dann. Der hast es aber richtig gegeben. Wieso, was ist denn? Ja, sie will Einspruch erheben gegen den Bescheid. Manchmal ist es um die Wände hochgehen. Weißt du, was du bist? Du bist ein Weichei! Grieshaber, so kommen wir nicht weiter, wenn Sie nicht bereit sind zu kooperieren. Herr Meier, ich dachte immer, dass Sie ein integrer Mensch sind. Ich bin wirklich schwer enttäuscht von Ihnen. Was macht denn Frau Grieshaber hier? Laut Herrn Meier stehe ich unter Mordverdacht. Ihre eigene Schwiegermutter hat Sie des Mordversuchs bezichtigt. Und wir hätten das längst erledigen können, wenn Sie sich nicht so stur stellen würden. Frau Grieshaber, warum sagen Sie Herrn Meier nicht, was wirklich bei Ihnen zu Hause los ist? Ist es so schwer zu verstehen, Herr Meier? Noch einmal. Seit dem Tod meines Mannes habe ich den Hof allein bewirtschaften müssen mit meinem Sohn. Wie der Rüdiger nicht da war, da ist er noch gegangen, aber wie er dann die Nasen voll gehabt hat und zur Bundeswehr gegangen ist, da ist es immer schlimmer geworden. Einen Hof versorgen und eine pflegebedürftige Schwiegermutter am Hals, die mit nichts, aber auch mit gar nichts zufrieden ist, das treibt jeden an den Rand des Wahnsinns. Noch dazu, wenn es hinten vorne am Geld fehlt. Genau, das müssen Sie aus eigener Erfahrung eigentlich sehr gut kennen. Ich sage nur Oma Meier. Kann sein. Aber sie hat auch noch nie behauptet, dass ich sie umbringen will, oder? Soll ich mich jetzt umbringen, oder? Ich schaffe das nicht mehr, Herr Meier, das ist alles. Ich muss den Hof verkaufen, bevor er völlig runtergewirtschaftet ist und bevor er die Bank dann versteigert. Dann ist aber Geld dafür ein Heimplatz. Kommen Sie. Moment, Moment. Ich möchte das Verhör erstmal ordnungsgemäß zu Ende führen können. Wir gehen jetzt zu Oma Grieshaber und klären das ein für alle Mal. Und falls Sie etwas dagegen haben sollten, dann können Sie sich ja gerne bei Ihrem neuen Freund, Herrn Bürgermeister Müller, beschweren. Der ist nicht mein Freund. Ich sage nur in der Stille. Ich sage nur Amtshandlung. Barbara, wie geht's ihr? Ich glaube, ganz gut. Sie macht uns aber das Leben ganz schön schwer. Sie hat an allem und jedem was auszusetzen. Sag ich doch. Das ist sinnlos, Schwester. Wenn die mich sieht, dann fängt doch alles wieder von vorne an. Jetzt warten Sie ab. Setzen Sie sich doch. Wo liegt sie denn? Da. Nein! Ich bin's, Schwester Lotte. Schwester, was? Lotte. Interessiert mich nicht. Grüß Gott, Frau Grieshaber. Ja, Ihnen geht's ja schon viel besser, das freut mich aber. Jetzt schauen Sie sich doch das einmal an. Ein altes Stückchen Brot und ein Radl Wurst, so dünn, dass man Zeitung durchlesen kann. Also ehrlich gesagt, ich verstehe Sie nicht, Frau Grieshaber. Ja. Anstatt sich zu freuen, dass Sie noch am Leben sind, machen Sie es sich und allen anderen nur noch schwerer. Ja, was ist denn das für ein Leben, ha? Im Bett liegen und zu nichts mehr nutz sein. Und die eigenen Verwandten vertreiben einen von Haus und Hof. Aber Gott sei Dank gibt's ja noch eine göttliche Gerechtigkeit. Ich will Sie ja nicht enttäuschen, aber ich fürchte, dass Sie vor dem himmlischen Richter keine besonders gute Figur machen. Wer soll hier das schmarren? Es mag ja sein, dass Sie jeden Sonntag in die Kirche gehen und eine Kerze stiften. Aber darauf kommt es doch überhaupt nicht an. Gott ist die Liebe. Und nur daran werden wir gemessen, inwieweit wir lieben.
Aber so wie ich das beurteilen kann, haben Sie in Ihrem Leben mehr gehasst als geliebt. Ja, also, das stimmt jetzt nicht. Zugegeben, Ihren Enkel haben Sie geliebt. Aber warum ist er denn dann fortgelaufen? Kann es sein, dass er es vielleicht nicht mehr ertragen konnte, wie Sie seine Mutter drangsaliert haben? Hass ist eine schreckliche Macht, Frau Grieshaber. Hass zerstört alles. Und am Ende zerstört es den, der hasst. Hass ist die Hölle. Die Hölle auf Erden. Gott hat mir alles genommen. Zuerst mein Mann, dann mein Sohn. Wir sind nur Haus und Hof. Nicht er und auch nicht alles. Wo Leben ist, da ist auch Tod. Das ist das Gesetz der Natur. Aber solange wir am Leben sind, haben wir die Chance zu lieben. Versöhnen Sie sich mit Ihrer Schwiegertochter, Frau Grieshaber, solange es noch geht. Sie kann nicht mehr, selbst wenn sie es wollte. Und eine professionelle Pflege brauchen Sie so oder so. Und ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen einen Platz besorgen, an dem Sie sich wohlfühlen. Ich hab doch alles nicht so haben wollen. Aber das ist einfach so gekommen. Ich weiß. Ihre Schwiegermutter möchte mit Ihnen sprechen. Keine Angst, ich denke, sie hat etwas kapiert. Tatsächlich. Vielleicht liegt es an den Medikamenten. Oder Gott hat ein kleines Wunder bewirkt. Jedenfalls hat sie geweint und will alles wieder gut machen. Gewarnt. Und einen Heimplatz werde ich auch für Sie finden. Und wenn ich Ihnen den Wöller aus den Rippen schneiden muss. Nur Mut? Bleibst denn? Dankeschön, Schwester. Jetzt sitzt ja mal her. Einen richten Mann gibt es keinen Ersatz. Wenn wir auch groß tun und mächtig schreien, in euren Armen sind wir doch ganz klein und gehen auf all eure Wünsche ein. Und keine andere Frau hat im Herzen mehr Platz. Wer darauf verzichten will, die tut mir furchtbar leid. Ich weiß, manche denkt sich still. Schwester Lotte, gerade habe ich an Sie gedacht. Hoffentlich hat's wehgetan. Nein, eher im Gegenteil. Aber bitte, kommen Sie näher. Sagen Sie, wie haben Sie es denn geschafft, Ihre Mutter Oberin rumzukriegen? Bitte, kommen Sie. Weil gegen das Gutachten vom Denkmalamt kommen Sie nicht an. Da können Sie noch so viele Anwälte ins Feld schicken. Jetzt hören Sie aber auf, Herr Wöller. Das hat doch nichts mehr mit Politik zu tun. Das ist eine Privatfehde zwischen Ihnen und mir. Nein, nein. Das sind zwei verschiedene Welten, Schwester. Realpolitik und naive, blauäugige Träumereien. Sie werden eines Tages aufwachen und dann ist Ihr Kloster ein Kongresszentrum. Davon träumen Sie. Bitte, nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Nein, danke. Ich bin nicht das Untier, für das Sie mich halten. Ich kann mir sogar vorstellen, die Sache mit der Raute zu vergessen. Ich kann meine Frau nicht weinen sehen. Weinen ich, ihretwegen. Ja, jedenfalls wäre es ganz toll, wenn Sie sich entschließen könnten, mich als Ihre Begleitperson auf den Presseball mit einzuschleusen. Dafür wäre ich bereit, das Gesundheitsamt zurückzupfeifen. Auf dem Presseball? Was soll ich da? Und auch noch mit Ihnen? Ja, tanzen und Goodwill spielen für die Gemeinde. Ich darf nicht in der Öffentlichkeit tanzen. Das verstößt gegen die Ordensregeln. Das trifft sich gut. Ich kann nämlich auch nicht tanzen. Und nicht nur nicht in der Öffentlichkeit, auch nicht im Büro und im Dunkeln.
Da kann die Frau Labern sich bemühen, so oft und so gut sie will, ja. Aber trotzdem, also mein Angebot steht und Sie sind es auch der Gemeinde schuldig, dass sie würdig vertreten wird. Und Sie sorgen dafür, dass das Gesundheitsamt unseren Fall ein für alle Mal ad acta legt. Und Sie besorgen der Oma Grieshaber einen Heimplatz. Was? Ja oder nein? Naja, aber jetzt übertreiben Sie nicht, Schwester. Na gut. Ich komme mit. Ja, Moment. Ich meine, jetzt, wo Sie hier sind, könnten wir doch die Gelegenheit nützen und ein Tänzchen wagen. Jetzt übertreiben Sie mal nicht, Herr Wöller. Bevor ich mit Ihnen tanze, muss noch eine ganze Menge passieren. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Sie und der Huberspätzl aufhören, unser Kloster zu sabotieren. Also bei aller Liebe. Aber das ist ausgeschlossen. Nun gut. Dann tanzen Sie alleine weiter. Auf dem Vulkan. Oh, Schwester Lotte, jetzt sei sie doch kein Frosch.